Assalamu alaikum, verehrte Geschwister. Heute das Thema die Namensgebung im Islam. Einige der wertvollen Gelehrten des Islam erklären wie folgt. Unter den 99 schönen Namen Allahs, des Allmächtigen, ist der größte zweifellos der Name Allah. Viele unserer Gelehrten sagen dies. Dies steht in Fiqh Akbar und Imam Al-Ghazali erwähnt es auch. Der Name Allah ist ein spezieller Name, der die Göttlichkeit des Schöpfers einschließlich aller göttlichen Eigenschaften angibt. Der Name Allah kann nicht sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne außerhalb von Gott, dem Allmächtigen, verwendet werden. Mit anderen Worten, unser Schöpfer ist der Einzige mit dem Namen Allah. Andere Namen und Eigenschaften können im übertragenen Sinne als Name vergeben werden, jedoch nicht im ursprünglichen Sinne. Namen wie Qadir, Alim, Rahim und andere. Der richtige Weg bei der Namensgebung ist, es im übertragenen Sinne zu tun und das Wort Abid davor zu stellen. Zum Beispiel wie Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir, Abdul Aziz. Wenn Sie eine Person Aziz nennen wollen, ist es notwendig, sie als Abdul Aziz zu bezeichnen. Zusammenfassung: Wenn Sie einen Mensch direkt Rahman nennen, ist dies im ursprünglichen Sinne nicht zulässig, sondern nur im übertragenen Sinne. Deshalb sollten Namen wie folgt vergeben werden: Abdul Rahman, der Diener von Rahman, Abdul Qadir, der Diener von Qadir, Abdul Malik, der Diener von Malik, Abdul Salam, der Diener von Salam und so weiter.